Hallo YouTube, schön, dass ihr wieder da seid bei einer weiteren Folge zu unserer kleinen Alpenfarm. Ja, mit dabei der Kevin. Hallo. Der Sepp, der Michel. Moin. Moin. Und meine Wenigkeit, der Alois. Ja, dann wollen wir mal weitermachen. Nun? Wird ja Zeit, wir müssen noch die restliche Wiese zu Ende düngen und dann sind wir durch. Oh, und ich dann machen wir uns mal einen schönen Tag hier zu Hause im Garten. Hauen uns mal ein bisschen Fleisch auf den Grill und dann passt das. Ich ruf mal. Hallo. Sonnenbichler. Hallo. Hi, Alois. Ah, ich bin Sepp. Das Sepp. Ja, was kann ich dir wie tun? Sieht das aus mit unseren Hottehüs? Sind die bei euch gut untergebracht? Hottehüs? Ja. Weißt du davon nichts? Wir haben eine Pferde bei euch immer gestellt, habt ihr uns mal angeboten. Ja, ich weiß, dass wir euch das angeboten haben, aber ich weiß nicht, dass die da sind. Wann wurden die denn gebracht oder wer hat die geholt? Es hat mir dein Sohn eben gesagt, dass es schon bei euch stehen. Ach. Ihr wisst wohl nicht übereinander Bescheid. Nee, also da hat er mir noch nichts von gesagt. Ich bin nämlich noch auf der Wiese am Düngen. Ja. Nee, sonst hätte ich vorgeschlagen, dass wir dann nachher mal einen kleinen Ausritt machen oder so. Ja, können wir gerne machen. Kein Thema. Ich wollte gleich eh noch Fleisch auf den Grill legen. Jo. Dann kommt da einfach vorbei, bringt euch was mit und dann grillen wir eine Runde und dann geht's ab. Gute Idee. Mit der Hotte Hüß mal ein bisschen hier reiten. Wir verbleiben mal so, ich rufe jetzt mal einen Michel an, aber geh mal von aus, dass das klappen wird. Ich frage aber noch mal. Alles klar. Wenn nicht, melde ich mich gleich. Jo, ciao. Jo, danke, ciao. Michel? Erzähl mal. Du, So, Kevin. Ja? Wolltest du mir nicht noch was erzählen? Ja. Ja? Dann erzähl mal. Dass bei uns zwei Pferde stehen. Ah, uns stehen zwei Pferde. Ja, unten vom Landhandel sind Pensionspferde. Ich weiß aber nicht, wie lange. Ob die für einen Tag da stehen oder für zwei Tage. Ja, die werden wahrscheinlich für immer hier stehen, weil es gibt ja keinen anderen Pferdehof hier. Okay. Aber dafür, dass die uns helfen und da geholfen haben, können die ja auch so stehen. Oh ja. Ach, ich hab nichts dagegen. Da passen ja, glaub, 16 Pferde in die Boxen rein. Ja, ja. Ne, aber hättest du mir ja schon mal sagen können, dass die kommen. Ich wusste selber noch nichts davon. Ja, aber jetzt sind die da, oder was? Ja. Wann sind denn die gekommen? Eben gerade. Eben gerade. Okay. Heißt so vor 10 Minuten. Ja, genau so. Ein schwarzes und ein weißes. Okay. Ja, gut zu wissen. Der Sepp hat nämlich gerade angerufen und gesagt, du hättest ihm gesagt, dass die Pferde da sind. Ja, haben wir denn gleich bestellt? Ausreiten können. Ja, haben wir hier bestellt und dann sind sie angekommen. Ja, okay. Wen hast du da jetzt geboxt? Ich hab den gar nicht. Ja, ja, ja. Immer das gleiche hier. Ich hab den Ganghebel eingebockt. Hab den Ganghebel eingeboxt, so rum. Okay. Ja gut, ich bin jetzt vorne auf der letzten Wiese. Wenn du fertig bist, kannst du ja mal den Grill anschmeißen. Ja, mache ich. Eventuell kommen Sepp und mich hier gleich auch noch zum Grillen. Ja. No? Dann hauen wir mal ein bisschen was auf den Grill und dann reiten wir noch aus.
bin jetzt gleich auch fertig. Also ist nur noch ein kurzes Stück hier und dann sollte das funktionieren, dass wir fertig sind hier. Jo. Gut. So. Maschinen sind gewaschen? Ja, habe ich gerade gemacht. Alle anderen sind auch sauber? Außer deine sind alle sauber. Okay. Komm hier nicht mehr raus. Jetzt. Ja. Ich mach den Grill schon mal an. Genau, mach den Grill schon mal an. Ich komme jetzt auch gleich eben noch ein kurzes Stück und dann haben wir's. Der Grill steht schief. Der Grill steht schief. Ja, ich. So. Hol mal eben einen neuen Grill über Amazon, der ist ja Schnelllieferung. Ja, mach das. Seitdem wir das letzte Mal den da hingezogen haben, hat er sich festgefahren. Das ist nicht gut. So. Machen wir nachher, wenn wir dann geritten sind, wieder da sind vom Reiten, gucken wir in Maschinen mal nach, ob was repariert werden muss und dann können wir die zur Not runterbringen. Ja, runterbringen und wir gucken, ob wir es selber hinkriegen. Ja. Aber der Deutz, den brauchen wir noch nicht, weil der hat noch, das passt alles. Was, Deutz? Ja, unser Deutz, unser 7R. Ach, der ist ja neu. Ja. Ich könnte schon wieder Mittagsschlaf machen nochmal. No. Ja komm, jetzt haben wir die halbe Nacht durchgemacht hier. Da kann man dann auch mal Mittagsschlaf machen. Haben die Pferde noch genug Futter oder müssen wir da noch was nachschütten? Gute Frage, weiß ich nicht. Ja. Okay, ich guck gleich. Jo. Sieht denn das aus? Soll ich uns eigentlich auch noch ein, zwei Lampen machen? Ja, mach mal zwei Lampen dahin.
beide Tierchen. Okay, also. Bei der Kühe müssen wir sauber machen, ne? Okay. Unbedingt gleich noch. Okay, die Hühner, das passt. Ui, da müssen wir aber, Stroh müssen wir nachfüllen. Wasser müssen wir nachfüllen bei der Pferde. Hafer und Heu auch noch. Oh, okay. Also das sollten wir auf jeden Fall gleich nochmal machen. Aber jetzt gucken wir erstmal, das war... So, ich habe uns so wunderschöne LED-Gehweglampen gemacht. Oh ja. Die hatten wir noch in der Scheune, ne? Ja, genau, oben auf dem Boden. Ja. Und welcher ist jetzt der sich festgefahren hat? Der nee, der vordere. Ja, dann pack den vorderen mal weg. Ja, den muss ich nur noch einpacken, der ist gleich wieder weg. Weißt du, war da Alexa, war doch das letzte Mal da, die kommt wieder vorbei. Ah ja, gut. Och, ich weiß was. So. So, ich fahr mal mit deinem Trecker. Du das. Wow. Guck mal, da kommen sie schon. Na toll. Hallo. Hallo. Komm. Na komm. Gut, 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 gut. Ja. Wo sind? Na, geht auch. Natürlich ist alles sauber. Hey, öfter weg. Ach, da hinten sind sie. Ja, Alois, grüß dich. Komm mit der Karre hier vorne hin. Du brauchst da gleich nicht so weit laufen. Gott, das ist doch nicht schlimm. Oh, sorry. Ja, gut, dann nicht. Er hat auch Holz gemacht. Ja. Mal mehr Ausbau, oder? Nee, Renovierung vom Dachgeschoss. Ah, ja. Da kriegt der Kevin sein Zimmer. So. Auch der sowas. Kannst du denn mit den Stall machen? Ja, ja. Ja, mit, her, oh, ach, wie schön. Schon kann alles der, fertig. Kann er mit bei den Schweine rein? Ja, cool. Ich hab genau keine Schweine, ich hab Kühe. So. Ja. Könnt ihr wohl Schweineschall verkaufen? Nee, lass mal. Brauche ich nicht. Ja, dann genießt es und dann. Achso, wollt ihr erstmal die Pferde sehen? Ja, lass uns mal gucken bei der Pferde. Komm, dann gehen wir mal zu der Pferde. Meine Bella. Wir sehen, dafür, dass die beiden jetzt gekommen sind, müssen wir da gleich noch mal ein bisschen auffüllen, aber das geht eigentlich relativ schnell. Ah ja. Der Weg ist ja nicht so weit. Wollte ich jetzt eigentlich gemacht haben, ich habe so schnell gar nicht mit euch jetzt gerechnet. Ja. Ne? So, dann gucken wir mal. Ah, da ist der Schwarze. Dann haben wir noch den Weißen, ne? Ja. Dann haben wir den Braun. Und ja, da ist sie ja. Noch. Bella, na? Fein. Ja, die müssen sich jetzt ein bisschen eingewöhnen, ne? Hallo Peter, wie geht's dir? Jo. Peter ist gut zu sehen. Schön langsam. Peter kommt bald in den Salat. Na, Günther ist er hier, unser Weißbrauner. Okay. Ja. Elfriede ist das helle Pferd da hinten von meinem Sohn. Ja, okay. Ja, und dann gibt's halt nur den Schwatten, ne? Peter. Schwatten Peter. Ah, und Weiße ist die Bella. Genau. Ja. So sieht's aus. Ja, gut. Okay. Habt ihr Hunger? Jo. Ja. Dann kommt, dann lasst uns mal schnabulieren gehen. Habt einen schönen Stall hier. Ja. Also deswegen war uns auch klar, wir arbeiten da immer zusammen. Da war ja klar, dass wir die Pferde bei euch immer noch stellen. Nicht, dass die gleich abhauen. Ja. Ja, Elfriede ist hier schon über den Hof gerannt. Mitten in der Nacht. Echt? Ja, ja. Okay. Da habe ich dann um 4 Uhr morgens, werde ich wach, guck da auch aus dem Fenster raus. Da steht sie hier.
Nicht da, hier am Baum und ist hier gemütlich erstmal am Fressen. Ich denke, da gibt's sie, hat er das nicht zugemacht. Ja. Seitdem eigentlich immer nur überprüfen, ist alles zu. Ja. Ja, das ist natürlich besser, ne? Kevin! Hä? Wo bist du? Wo bleibt das Fleisch? Das Fleisch ist schon längst auf dem Grill. Ah, ja. Lecker, sehr gut. So. Sepp? Ja. Was hättest du gerne? Nein, shoppen. Ja, aber hier. Erstmal. Shoppen, der Shoppen steht da vorne. Ich sehe ja nur Radler. Ja. Muss noch fahren. Michel auch. So. Jo. Würstchen im Brötchen oder Schnitt? Oder hier im Eimer, schön kühl, das ist gut. Oder Kotelett, was hättet ihr gerne? Eimer? Oh ja, im Eimer. Ich nehme Schnitzel oder ein Kotelett. Ja, dann? Guck mal hier, die haben das Gras so flach gemäht, ihr müsst aufpassen, sonst ist das, dem Stamm geht hier gar nicht gut. Ja, hier ist der Stamm mir auch egal. Stimmt. Der Stamm, der ist unten schon weg. Ja, schon weggefault, musst aufpassen. Ja, hier ist mir dann nicht egal. Zu viel gießen. Oh. Das ist jetzt ein Reefy-Baum. Ja, bitteschön. Einmal Kotelett. Boah, danke, ja. Michel? Jo. Kotelett oder eine Wurst? Der Kotelett. Jo, bitte. Danke, also auch noch ein Brötchen? Jawohl, alle. Ja, bitteschön. Du auch danke. Noch ein Brötchen? Das Ziki steht ja auf dem Tisch, habe ich gesehen. Genau. Ja. Ah, das Ziki drauf. An den Stehtischen ist immer am gemütlichsten, ne? Jo, genau. Ja, dann nehmen sie dir vom Grill, ich hab Hunger. Aber dann tun mir die Knie immer so weh. Ja, da essen wir eigentlich immer nur Mittag. Ja. Ach ja. So, und ihr seid durch mit der Ernte? Nee. Braucht ihr Hilfe? So, wenn du vorne fertig bist, kannst du hinten wieder anfangen, ne? So, wie das halt so ist. Ja, wir haben jetzt den letzten Rest gedüngt. Pflanzenschutz drauf. Jetzt müssen wir warten. Jo. Jetzt ist wieder ein bisschen Luft da. Aber Kevin? Ja? Kommst du mal her? Der Tisch wackelt im Wind, das gibt's gar nicht. Hast du nicht gesagt, alle Maschinen sind sauber? Ja, außer deine. Meine habe ich gerade gemacht, aber was ist denn mit denen, die noch da drin stehen? Und hast du gestern Abend die Maschinen sauber gemacht? Was? Wo stehen aber hier drin? Ja, geh mal, guck dir die Maschinen mal an. Geh mal gucken. Michel, jetzt geht das wieder los. Naja. Ja, wieso? Er hat ja, drei Wochen Maschinenreinigung. Hast du mal geguckt, ob der Rasenmäher sauber ist von unten oder ob da noch Gras drin hängt? Ja, warte ab. Er wird's gleich sehen. Aber der hier ist sauber. Bei denen habe ich benutzt. Ach so, okay. Aber ich meine ja die großen Maschinen, ne? Aber wenn wir Besuch hat hier, dann muss noch nicht rumscheuchen. Wir wollen doch mit Emma auch mal quatschen. Jetzt fällt mir aber gerade ein, er sollte jetzt nur mal gucken. Ich habe ja nicht gesagt, dass er das jetzt machen soll. Ah. So. Wisst ihr, er ist ja flink. Er wird es ja dann gleich los und macht. Ja, unser Praktikant hätte jetzt erst 3 Jahre wieder diskutiert. Ja. Genau. Wo das, weißt du, in 5 Minuten gegessen wäre. Ja. Kevin, kommst du jetzt nach hier und erstmal essen? Was soll ich da noch alles machen? Du sollst jetzt essen kommen. Guck, an den Arbeiten kannst du gleich noch. Mach erst einmal fertig. Ja. Agathe, essen kommen! Ja. Ach ja. Er ist in Agathe. Ja. Ja, also ja. Wir sind jetzt so weit. Schönes Eckchen ab von mir. Ja, also ich bin gerne hier hinten. Ja, ist auch hier durch den Hang hier hoch. Erstens hast du hier die schöne frische Luft und durch die Tannen, das finde ich immer so, den Geruch finde ich immer super, das mag ich auch. Und ja, natürlich doch. Windgeschützt hier, ne? Ja, sehr. Vor allem, wenn du ist in dem Berg, ne? Ja. Es ist zwar was Schönes, wenn du landschaftlich weit gucken kannst, aber sowas ist auch Gold wert, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Ist schon fein. Ja, wenn du denn so guckst und einfach hier sitzt und dann siehst du da oben die Skistation, ne? Die Bergstation da oben. Ja. So ein bisschen. Das ist schon doch sehr, sehr angenehm hier. Wenn ihr noch was essen wollt, bedient euch. Nö, da schicket mir, also. Ja, mir auch. Ja. Meinetwegen können wir mal eine Runde
Ja, ja. Können wir ausreiten, schön gemütlich, müssen ja nicht einen losjagen. Genau. Wir müssen so erstmal. Ja, okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn es heißt Reiten auf Umwegen. Oder mal sehen, ob sie reiten können. Wir werden sehen in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Kolke, euer Michel, euer Sepp und ja, er ist auch schon wieder weg. Der Kevin. Alles klar, bis dahin. Ciao, bis ciao. Dann. Tschüss. Ciao.